Es ist 2006, als ein augenscheinlich einfacher Fall aus einem Planwagen dramatische Folgen hat für Helene Neymeyer. Sie behält eine Querschnittslähmung, die ihr aktives Leben voll Singen, Theater, Tanzen und Kabarett auf einmal stilllegt. Sie ist von ihrem Nacken bis zu ihren Zehen gelähmt. Das Bild ihrer Zukunft beschreiben die Ärzte so. Es besteht aus einem Bett in einem Pflegeheim und einem Rollstuhl, der mit Hilfe des Mundes zu bedienen ist. Aber Helene ist ein Kämpfer. Entgegen allen medizinischen Empfehlungen nimmt ihr Partner Peter Helene mit nach Hause. Sie stellen ihren eigenen Behandlungsplan auf und gehen an die Arbeit. Ein Jahr später hat Helene zu 90% ihr Körpergefühl zurück. Noch eben zurück zum Krankenhaus. Sie denken doch nicht, dass sie jemals wieder singen können. Das können sie wohl vergessen. Mit diesen Worten verlässt der behandelnde Arzt vor fast 8 Jahren das Zimmer von Helene Neymeyer. Da liegt sie, buchstäblich bewegungslos, in dem großen Krankenzimmerbett mit einem Dolchstich in ihrem Herzen. Zum Glück ist nur ein kleiner Funke nötig, um das große Feuer wieder zu entfachen. Und nach sehr vielem Training kommt sogar ihre Stimme zurück. Take me to high places, show me new faces, sing it now. When the miracle of love comes your way again. Mitte 2013 nimmt Peter Kontakt auf mit René Karst, Sänger und Produzent. René schlägt vorsichtig vor, ein ganzes Album aufzunehmen und auch wirklich herauszubringen. In the arms of an angel, fly away from here. Wie kein anderer kennen Helene und Peter die heilende Wirkung von Musik. Und sie wollen gerne davon Gebrauch machen. Das Ergebnis kann sich hören lassen. When I meet you here. Am 4. April 2014 erschien das stimmungsvolle Album Helene Neymeyer.